Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Frohe Ostern wünsche ich Ihnen und euch an den Bildschirmen hier aus der Dorfkirche in Steinhagen. Lasst uns die österliche Freude und Hoffnung in unsere Herzen aufnehmen. Lasst uns Gott in unserer Mitte feiern und ihn in Lied und Gebet anbeten. Ich freue mich, dass der Posaunenchor unserer evangelischen Kirchengemeinde uns schon so festlich begrüßt hat. Schön, dass ihr da seid und mit uns die alten und neuen Osterlieder spielt. Ich freue mich aber auch, dass Pfarrerin Heike Kerwin heute wieder unter uns ist und für die Gehörlosenseelsorge diesen Gottesdienst in Gebärdensprache dolmetscht. Österliche Freude kennt keine Grenzen, auch nicht die Grenze, ob Menschen hörend sind oder sprechen können. Österliche Freude verbindet uns weltweit als Hörende und Gehörlose. Hier vorne sehen Sie drei unserer Konfirmanden. Das sind Mia Friedrich, Lauren Quirmbach und Amelie Janka. Sie bringen unser großes Birkenkreuz zum Erblühen. Dies soll unser Zeichen der Auferstehung hier mitten in der Dorfkirche werden, ein Zeichen der Kraft und der Ermutigung, die wir im Glauben an den Auferstandenen erleben. In all unseren Liedern werden immer wieder Impressionen des aufblühenden Lebens in Fotos gezeigt werden. In allem, was erblüht, erblicken wir sie, die österliche Freude und die Hoffnung, dass unser Leben ewig ist. Lasst uns erleben, wie Gott uns auch durch ein blühendes Kreuz verbindet. Wir sind verbunden im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Eingeladen zum Fest des Glaubens. Thank you.
diesem österlichen Festtag lasst uns Christus anbeten, der auferstanden ist. Allmächtiger, ewiger Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus hast du den Tod besiegt und uns das Tor zum Himmel geöffnet. Nimm allen kleinen Glauben und Zweifel von uns weg und lass uns gemeinsam einstimmen in das Osterlob aller deren, die bezeugen, dass Christus von den Toten auferstanden ist und für uns lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Wir hören das Evangelium des Osterfestes. Bitte die Sprecher. Am ersten Wochentag nach dem Sabbat ging Maria von Magdala zum Grab. Es war früh am Morgen und noch dunkel. Da sah sie, dass der Stein vor der Grabkammer weggenommen war. Maria blieb draußen vor dem Grab stehen und weinte. Mit Tränen in den Augen beugte sie sich vor und schaute in die Grabkammer hinein. Da sah sie zwei Engel in weißen Gewändern dort sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende, der andere am Fußende. Die Engel fragten Maria: Frau, warum weinst du? Maria antwortete: Sie haben meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Nach diesen Worten drehte sie sich um und sah Jesus da stehen. Sie wusste aber nicht, dass es Jesus war. Jesus fragte sie: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Maria dachte: Er ist der Gärtner. Darum sagte sie zu ihm: Herr, wenn du ihn weggebracht hast, dann sage mir, wo du ihn hingelegt hast. Ich will ihn zurückholen. Jesus sagte zu ihr: Maria. Sie wandte sich ihm zu und sagte auf Hebräisch: Rabuni. Das heißt Lehrer. Jesus sagte zu ihr: Halte mich nicht fest. Ich bin noch nicht hinaufgegangen zum Vater. Aber geh zu meinen Brüdern und Schwestern und richte ihn von mir aus. Ich gehe hinauf zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott. Maria aus Magdala ging zu den Jüngern. Sie verkündete ihnen: Ich habe den Herrn gesehen. Und sie erzählte den Jüngern alles, was er zu ihr gesagt hatte. Halleluja! Dies ist der Tag, den der Herr macht. Lasst uns freuen und fröhlich an ihm sein. Halleluja! Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja! Thank you.
geht weiter. Das ist für mich die ebenso simple und einfache Botschaft des Osterfestes. Leben geht weiter. Davon erzählt diese ganz anrührende Begegnung der weinenden Maria von Magdala mit dem auferstandenen Jesus. Das Leben geht weiter, denn sie, Maria, sagt es uns: Ich habe den Herrn gesehen. Auch wenn ich selber persönlich mich nicht zu den Glücklichen schätzen kann, wie Maria zu den Osterzeugen des Auferstandenen zu gehören, ich glaube trotzdem daran, dass sein Grab leer war, weil er auferstanden ist vom Tod. Und deshalb geht das Leben weiter für alle Menschen, für alle Generationen, auch für die, die heute unter den Eindrücken von Krieg und Tod leben. Leben geht weiter für die Frauen und Kinder aus der Ukraine, die mit knapper Not und mit nur ganz wenigen Habseligkeiten geflüchtet sind, in so viele Orte, aber eben auch hierher nach Steinhagen. Das Leben geht weiter. Damals war es diese Botschaft, die den Jüngerinnen und Jüngern Luft unter ihre Flügel gebracht hat. Ostern ist das Fest des weitergehenden Lebens, denn der Tod konnte die Liebe nicht aufhalten. Es ist nicht nur das alte Leben, das weitergeht, sondern neues, ein verändertes Leben, das wir heute an Ostern feiern. Jeder von uns hat das Geschenk dieses neuen Lebens erhalten. Jeder von uns hat die Kraft, es anzunehmen und damit zu leben. Meine Schwestern und Brüder, all die Zeichen, die Ostern begleiten, und ich meine jetzt nicht nur die versteckten Ostereier, ich meine jetzt auch mal die neue Osterkerze zum Beispiel, die blüht, die Osterkerze, die brennt, die aufblühenden Äste, die bunten Blumen hier am erblühten Kreuz, das Kreuz selber in vielen Farben. Alle diese Zeichen zeigen uns, dass unser Glaube an Ostern geboren wird. Nur weil es Menschen wie Maria von Magdala gab, die erst weinen und es dann weiter sagen: Ich habe den Herrn gesehen und er lebt. Der Tod hat die Macht verloren, Gottes Liebe ist stärker. Das ist der Beginn des christlichen Glaubens und damit verändert sich unser Leben. Heilung, Genesen, ein neuer Anfang, all das wird durch Ostern prägend für die, die an Christus glauben. Meine Schwestern und Brüder, die letzten 2 Jahre mit Lockdown, mit so vielen Krankheiten und mit einer Menge Angst, davon will uns der Glaube an den auferstandenen Christus befreien. Für Christen kann es nur einen Freedom Day geben und das kann nur Ostern sein, der Tag der Auferstehung unseres Herrn. Als Maria ihrem Rabuni, ihrem Lehrer gegenübersteht und ihn erst nicht erkennt und ihn danach am liebsten festhalten möchte, da wird sie sich ihrer übermenschlichen Freude bewusst, die ihr nur an diesem Ostertag geschenkt werden kann auf dem Friedhof. Diese übermenschliche Freude gibt ihr die Freiheit und das Selbstbewusstsein, es weiter zu sagen: Ich habe den Herrn gesehen, er ist auferstanden. Maria hat das erlebt, was ich mir 2000 Jahre später nur wünschen kann. Ich kann euch das nicht mit gleicher, ich sage jetzt mal das Fachwort, Authentizität sagen: Ich habe den Herrn gesehen. Aber ich glaube es, denn ich habe viele Menschen gesehen, deren Leben weiterging, eben durch den Glauben. Leben, das vorher gezeichnet war von Gewalt, von Angst oder von Krankheit. Ostern ist das Fest des weitergehenden Lebens, aber nicht im alten Sinne, sondern ganz neu.
Wer die Freude dieses Festes in sich spürt, der wird nie wieder unter Isolation und Angst so leiden wie vorher. Darum ist Ostern das Fest größter Freude und Liebe, weil uns Glaube geschenkt wird, dass nicht einmal der Tod die Macht der Liebe töten kann. Darum, frohe Ostern, bleiben wir dabei. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Halleluja. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Mit dieser Botschaft beginnt eine Mission. Diese Botschaft muss in die Welt getragen werden. Sie muss Menschen erreichen, die nicht an den Auferstandenen glauben. Zahlreiche Projekte an ganz ungewöhnlichen Orten wollen diesen Glauben verkündigen. In Begegnungscafés oder auch im Internet. In vielen Projekten wird christlicher Glaube weitergegeben. Mit ihrer Online-Kollekte unterstützen sie Menschen, die die Osterbotschaft weitertragen, die einst mit Maria von Magdala zum ersten Mal das Licht der Welt gesehen hat. Vielen Dank für Ihre Online-Kollekte. Wir wollen diese Welt ins Gebet nehmen. Nun auch Kerzen anzünden für Menschen, für Projekte, für die, die es brauchen. Wir wollen Fürbitte halten und ich bitte die Sprecherinnen und Sprecher jetzt in den Altarraum.
Jesus, heute bist du hier bei uns, verwandelt und wie im Traum. Du warst tot und bist lebendig geworden. Du warst begraben und bist auferstanden, zurückgekehrt zu uns, weil du hier noch nicht fertig bist, weil du niemandem sich selbst überlässt. Wir bitten dich, verwandle auch uns und diese Welt. Lass Steine von Herzen fallen, dass sie leicht werden. Für die vielen Menschen auf der Flucht, für alle, die ihnen auf dem Meer und auf dem Festland Hilfe und Unterstützung sind. Erbarme dich. Schick deine Engel zu denen, die einsam sind. Engel, die fragen, warum weinst du? Die bleiben, bis alle Tränen geweint sind. Schicke deine Engel, dass wir wissen, wir sind nicht alleine. Erbarme dich. Lass deine Engel bei den Kranken wachen, in den Kliniken, Heimen und zu Hause. Ein Engel am Kopfende für jeden und einen am Fußende. Lass sie wachen bei denen, die sich kümmern und sorgen, bei den Ärzten und Ärztinnen, beim Pflegepersonal und bei den Familien. Erbarme dich. Jesus, du bist auferstanden und versprichst uns, was uns sorgt oder ängstigt, das soll verwandelt werden. Zu dir beten wir gemeinsam, wie du uns beten gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir gehen in dieses Osterfest im Segen unseres Gottes. Der Herr segne dich, er behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir, er sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir seinen Frieden. Amen. Thank you.